Beim Besuch der Frankfurter Buchmesse taucht man in eine regelrechte Buchflut ein. Wer auf seiner Suche nach Comics die Orientierung verliert, klammert sich an den Sachen fest, die einem regelrecht ins Auge stechen. Asterix zum Beispiel. Mit Die Weiße Iris kommt am 26. Oktober der 40. Band des liebenswerten Galliers auf den Markt. Seine originalfranzösischen Verleger kann man im Comic Center der Buchmesse besuchen. Das Comic Center ist vor allem für den Austausch über internationale Werke da. Auf 32 Quadratmetern und in einer zusätzlichen Lounge wird hier über Lizenzen und Übersetzungsrechte verhandelt. Aber wo sind denn die deutschen Verleger? Ein Flaggschiff, was den deutschen Markt angeht, ist hier Carlsen. Bei ihrer Leserschaft kommen die Känguru-Comics von Marc-Uwe Kling und Bernd Kissel am besten an. Als Carlsens wichtigste Veröffentlichung gilt aber das Tagebuch der Unruhe von Ersin Karabulo. In diesem Graphic Novel geht es um die schwierige Kindheit des Autors und um Satire in der Türkei. Neu dieses Jahr ist der deutsche Verlag Ultraverse. Der hat sich auf Mangas spezialisiert und ist zum ersten Mal mit eigenem Stand auf der Buchmesse. Ja, wir sind natürlich total gerne hier auf der Frankfurter Buchmesse, weil das repräsentiert auch den Buchmarkt und da ist Manga ein riesiger Teil von und davon sind wir natürlich auch ein großer Bestandteil. Deswegen wollen wir das auch den Leuten zeigen. Neben ihrem aktuellen japanischen Sortiment wirbt Ultraverse auch für ihre koreanischen Webtoons und als Besonderheit wird es auch noch eine Signierstunde geben. Am Samstag, Sonntag haben wir Signierstunde mit unseren deutschen Künstlern. Also eines aus der Schweiz und eines aus Deutschland und die verlegen wir. Das wird sehr spannend, wer da alles kommt. Wer sich nicht so gut mit Mangas auskennt, kann zum Beispiel beim Stand der Sammelfreunde vorbeischauen, Deutschlands größter Online-Fachhändler für Comics und Mangas. Neben Kaufempfehlungen gibt's hier auch die aktuellen Trends. Ziemlich gefragt waren, es waren Horrorgeschichten, wie zum Beispiel von Shinji Ito. Da sind mehrere so schöne Hardcover-Bände rausgekommen und der ist halt so ja, ein Meister des Horror-Genres. Fazit: Auf der Frankfurter Buchmesse ist auch für alle Comic-Liebhaber was dabei. Für mich ist Grusel-Horror-Manga noch ein bisschen zu viel, deshalb bleibe ich für den Anfang lieber noch bei Asterix und Obelix.